Hey Leute, ich bin's Kim und habe mal wieder ein Haul für euch. Und zwar ist es jetzt nicht nur ein Haul vom Februar, sondern auch vom Januar. Denn ich gehe nicht immer einmal raus und kaufe dann voll viel, sondern ich kaufe immer so ein bisschen und das sammelt sich dann. Und deswegen habe ich die zwei Sachen dann einfach zusammengetan und zeige euch jetzt einfach ein Big Haul. Fangen wir dann einfach mal mit den Klamotten an, denn wie manche von euch ja wissen, war ich in London vor 2 Wochen mit meiner Klasse und war dann natürlich auch in Forever 21 und habe mir da ein paar Klamotten gekauft. Einmal dieses Bustier oder Crop Top, ich habe keine Ahnung, für mich ist es eher ein Bustier und deswegen sage ich mal, dieses Bustier ist sehr schön. Es ist dunkelblau und ich habe mir das gekauft, weil ich das so schön finde, weil hier vorne es mit so kleinen Perlchen bestickt ist. Und das soll, glaube ich, ein Schmetterlingsmuster sein. Auf jeden Fall, ja, es ist sehr freizügig, aber weil ich diesen Sommer nach China gehe, fand ich das halt perfekt, weil dort ist es ja sehr warm. Und natürlich muss man dazu ein High-Waist-Short oder High-Waist-Rock anziehen, weil sonst zeigt man wirklich zu viel Haut und das ist für mich natürlich auch ein No-Go. Aber sonst fand ich es sehr schön und es hat 21 Euro gekostet und man kann es auch online bestellen. Falls ihr wissen wollt, wie es angezogen aussieht oder euch es auch kaufen wollt, dann einfach auf forever21.de. Ich habe den Link unten in der Infobox für euch. Und dann habe ich mir noch ein Kleid gekauft. Dieses Kleid hat 34 Euro gekostet. Ich fand die Farbe hier sehr schön. Es erinnert mich halt sehr, sehr an den Frühling oder an den Sommer. Und ich fand das halt auch so elfenmäßig. Und hier finde ich auch wieder total schön, dass hier so Perlen drauf genäht sind mit so Sternchenmuster. Und wenn man das so anzieht, dann sieht das wirklich elegant aus. Aber man kann auch wirklich damit rausgehen und auf die Straße gehen sozusagen und man muss das nicht unbedingt auf einer Feier anziehen. Also so schick ist es sozusagen auch nicht. Und dann habe ich mir noch eine Hose gekauft und zwar eher so in einem Boho-Style oder Indianer-Style oder Cowboy-Style, I don't know. Auf jeden Fall hat die Hose 20 Euro gekostet, fand ich ganz okay. Ich meine, in London habe ich jetzt auch im Online-Shop nachgeguckt. In London sind die Forever 21 Sachen viel teurer. Also falls ihr nach London geht, seid nicht so dumm wie ich und kauft es dort, sondern geht zurück und bestellt euch das online. Es ist nämlich viel billiger. Ihr spart da sozusagen schon so 3 Euro. Und ja, deswegen niemals in London zu Forever 21. Ich habe die Hose mir gekauft, weil ich die mal anders fand, weil sonst habe ich immer nur so ganz schwarze Hosen oder so Jeans, High-Waist-Shorts und die war mal halt so rot mit so, halt so, wie nennt man diese Muster? Auf jeden Fall so geometrische Muster sind da drauf und das fand ich halt so geil. Man kann das auch noch in schwarz kaufen, aber ich fand dieses hier einfach rot viel cooler und deswegen habe ich mir rot gekauft. Dann, als ich von London zurückkam, hat meine Mama mir noch irgendwie eine Hose gekauft. Ich habe keine Ahnung warum, aber sie meinte, es war reduziert und du kannst es ja anziehen, falls wir mal zu Besuch bei irgendwelchen asiatischen Leuten sind, weil ich habe nicht so elegante Sachen. Also ich habe schon elegante Sachen, die sind alle schick oder so, aber entweder sind die zum Beispiel bei den Oberteilen zu kurz oder zu durchsichtig oder zu sonst was. Und deswegen hat meine Mutter mir dann so eine Hose gekauft. Das ist eine ganz normale Hose in dunkelblau und die hat 30 Euro gekostet, was ich ganz okay finde für eine Hose. Und ja, da machen wir weiter mit dem Schmuck, denn ich war bei IM und bei IM gibt es ja immer so eine Wand, wo alle reduzierten Sachen sind, die so 2, 3, 4 Euro kosten und da habe ich mal ein paar Sachen gekauft. Dann komme ich mal ein bisschen näher in die Kamera. Hi! Und zeige euch mal die Sachen, die ich bei IM gekauft habe. Einmal habe ich mir hier so eine Kette gekauft, obwohl die kaputt war, weil hier an der Seite fehlt ein Steinchen, aber ich fand, das war jetzt nicht so schlimm, weil wenn ich meine Haare offen trage, dann sieht man dieses Steinchen gar nicht. Und sonst fand ich die Kette halt super schön, weil die hellblau mit so weißen Steinchen ist. Und auch dieses Bändchen hier, also die Kette, war mal nicht aus Metall, sondern mal aus Stoff. Und das fand ich auch cool. Und ich finde, wenn man das anzieht, das Schönste hier dran finde ich, dass es hier in so einem V verläuft. Denn das passt super gut zu einer Bluse, wenn man hier den Kragen hat und dann diese Kette dann da so rausguckt in so einem V-Form. Und deswegen habe ich mir die gekauft, weil ich habe halt nicht so Ketten, wo das halt so kurz ist, dass da halt so nur so ein V rausguckt. Dann habe ich mir noch Ohrringe gekauft. Die kosten alle 2 Euro, denn bei RM kosten die meistens alle 2 oder 3 Euro. Und ja, da habe ich dann einmal so eine lange Kette. Nein, das ist ein Ohrring. Ah, ich habe einen langen Ohrring gekauft. Okay, auf jeden Fall habe ich hier so einen langen Ohrring in Rot und
in blau, also es hat so rote und blaue Steinchen und auch weiße Steinchen. Und ich fand das halt elegant, falls man mal irgendwie aus Essen geht oder wenn man mal feiern geht, finde ich diese Ohrringe super schön. Und ich habe auch schon lange keine langen Ohrringe mehr gekauft, weil die mir einfach zu lang waren. Aber weil ich ja jetzt wieder lange Haare habe, finde ich, stehen mir wieder lange Ohrringe. Und deswegen habe ich mir diesmal dann mehrere lange Ohrringe gekauft. Und ja, ich mag die und vor allem, wenn die nur 2 Euro gekostet haben, also 2 Euro kosten, weil die kann man jetzt immer noch kaufen, mag ich die noch mehr. Dann habe ich noch ein Ohrring, ein mittellanges Ohrring. Es ist transparent. Das fand ich so geil, denn es ist halt so transparent und dann auf diesem transparenten Plättchen kleben halt diese... ja, diese Steinchen drauf. Das ist halt mal was anderes, weil sonst hat man immer nur so Glitzerohrringe oder Perlenohrringe. Und hier hat man halt so Plastikohrringe, wo dann so Steinchen draufkleben. Die haben auch 2 Euro gekostet. Und dann habe ich noch einen langen Ohrring, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen diesen roten mit blauen und zwischen den hier. Und deswegen habe ich mir die dann auch gekauft, weil meine Freundin meinte... hey, komm, die kosten 2 Euro, kauf dir die doch auch noch. Und deswegen habe ich mir die gekauft. Blaue Steinchen mit so 2 Fäden, die so runtergehen, aber auch in Metallketten. Und ja, die habe ich mir dann auch gedacht, falls ich mal irgendwie aus Essen gehe, kann ich mir die ja anziehen. Dann habe ich mir noch einen Ohrstecker geholt, den man eher so für den Alltag anzieht, also immer anziehen kann. Den fand ich cool, weil es halt lässig ist mit diesen Nieten wieder dran und trotzdem schick, weil hier halt diese Steinchen sehr elegant dran geklebt sind. Und es ist halt nicht so rebellisch, sagen wir mal so total cool, gefährlich wie diese Punker. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall ist es halt was anderes. Und dann gehen wir weiter zum Beauty Haul. Wie immer kaufe ich mir bei DM diese Masken von Garnier und von Shavens. Einmal bei Shavens sind das die Anti-Pickel-Masken und bei Garnier sind das die Anti-Pickel-Thermomasken. Die sehen so aus und ich muss sagen, wenn man einmal damit angefangen hat, sollte man nicht aufhören, die zu benutzen, denn ich habe die im Winter, also im Dezember und im Januar jetzt nicht benutzt. Fast gar nicht benutzt und deswegen ist meine Haut auch so schlecht geworden, denn die Haut reagiert dann sehr, sehr schlecht drauf, wenn man die dann auf einmal nicht benutzt. Und deswegen, ab jetzt werde ich die immer benutzen und auch nicht mehr damit aufhören, denn ich möchte nie wieder so unreine Haut haben. Wie gesagt, ich war ja in London und da war ich in so einem Drogeriemarkt und habe mir da eine Blushpalette von Sleek gekauft. Und zwar habe ich mich für diese Palette entschieden, weil ich die Farben noch nicht hatte und ich fand die auch schön. Es ist einmal so ein Orange, einmal so ein Pink mit so einem Goldschimmer drin und einmal so ein normales Pinkes. Die Sleek ist super toll, denn auf der Haut, die bleibt richtig lange auf der Haut und verwischt auch nicht. Und die hat umgerechnet 6-7 Euro gekostet. Fand ich ganz okay für so eine dreifarbige Blushpalette. Und die kann man auch noch in anderen Farbkombinationen kaufen, wie Braun, Pink, Orange oder ganz in Orange. Aber das fand ich nicht so toll. Und die Dip It Eyeliner von Sleek hält auch super lange, denn ich habe meinen Eyeliner jetzt schon 6 Stunden drauf ungefähr und es ist immer noch nicht verwischt, also kein bisschen. Die hält also wirklich sehr, sehr lange auf den Augen und verwischt nicht, obwohl ich eine Mono-Dingens habe, ne? Mono-Lid. Und deswegen, ich werde den Link mal in der Infobox posten, wenn ich den Link dazu finde. Und wenn ihr es haben wollt, dann einfach nachkaufen, weil der war auch nicht teuer, der hat nur 4 Euro gekostet. Dann, als ich in Deutschland war, habe ich dann von meiner Tante so ein Chanel Wimperntusche bekommen, die ich sehr gut finde. Denn die Bürste ist ganz gut für asiatische Wimpern und die ist auch noch gut für asiatische Wimpern, weil wenn man die aufträgt, trocknet die sehr schnell und biegt sich auch ein bisschen nach oben, aber nicht so extrem. Aber da manche von euch ja wissen, dass ich mir einen Thermowimpernformer von Backstage gekauft habe, die 18 Euro gekostet hat, finde ich super, wenn man die mit diesem Chanel Eyeliner zusammen benutzt, denn die trocknet ja schnell und die biegt dann die Wimpern sehr schön schnell nach oben. Und die Wimperntusche hat 20 Euro gekostet, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ich habe die nämlich geschenkt bekommen.
Und dieser Thermoformer, den kann man halt auch unterwegs mitnehmen, weil man nimmt sich ja immer eine Wimperntusche mit. Aber ich finde, wenn man die Wimperntusche zu oft über die schon getuschten Wimpern tuscht, dann werden die so klumpig und das finde ich dann nicht mehr schön. Deswegen finde ich so ein Backstage-Wimpernformer wirklich genial zum Mitnehmen, denn man kann die schnell hochbiegen und die verklumpen dann auch nicht. Dann habe ich dann, um meine Augenbrauen zu füllen und weil mein Augenbrauen-Kit von was habe ich die davor benutzt? Von Catrice leer war, habe ich mir dann gedacht, ich kaufe mir jetzt meinen teuren Augenbrauenstift und zwar die von Bobbi Brown, die hat 20 Euro gekostet, aber man kann die locker 2 Jahre benutzen, deswegen finde ich den vom Preis her doch wieder okay. Ich habe die Farbe Maragoni. Ich glaube, ich hätte noch eine heller nehmen müssen, weil die ist sehr dunkel. Dann habe ich dazu diesen Augenbrauengel geholt, weil die auch sehr gut war, in durchsichtig. Aber falls ihr schon gefüllte nicht Wimpern, Augenbrauen habt und eigentlich nicht so einen Augenbrauenstift zum Füllen braucht, könnt ihr euch auch einfach so ein Augenbrauengel in eurer Farbe kaufen und dann immer hier so dran tuschen. Und es hält auch super lange. Also auf der Seite habe ich ja gerade nicht dran getuscht. Die ist wirklich noch immer sehr hart und hält auch noch meine Wimpern. Ja, dann in DM, haha, in DM, um meine Pickel zu bekämpfen, habe ich mir dann hier diese 3 in 1 Hautklar von Garnier gekauft, die cool ist, denn man kann damit reinigen, man kann damit sich eine Peeling machen und es ist auch noch eine Maske. Das heißt, es ist so all in one eigentlich und die hat nur 3,50 € gekostet, was ich sehr toll finde. Und ich hoffe mal, dass sie auch gut für meine Haut ist, denn ich möchte reine Haut wieder haben. Ich heule gleich. Und dazu habe ich mir dann noch die Garnier Skin Naturals, auch diese Hautklar-Gesichtswasser geholt, die auch 3,50 € gekostet hat. Aber die empfehle ich nicht weiter, denn die brennt extrem auf der Hand und auf der Haut. Und sie stinkt auch noch. Also ich habe mir die zum ersten Mal drauf getan und boah, die riecht so abnormal ekelhaft. Ich kann die echt nicht weiterempfehlen. Ich will die am besten wegschütteln, weil die so ekelhaft ist. Vor allem muss man sich auch die C-Zone hier an der Nase mit so einem Wattepad drüber gehen. Und das geht einfach richtig in die Nase rein. Und also wirklich, Garnier Hautklar Gesichtswasser nicht kaufen. Einfach No-Go. Als letztes, beziehungsweise vorletztes, habe ich mir so ein von Valea so ein Öl-Repair Haaröl gekauft, weil meine Haare sind seit dem Ombre sehr, sehr strapazierbar und deswegen habe ich mir dann so ein Öl gekauft, weil ich finde, dann wären meine Haare wieder so weich und so schön und so geschmeidig. Ja, die hat 3 € gekostet, ist auch nicht so teuer. Und als letztes habe ich mir den Tangle Teaser gekauft. Und zwar habe ich mir den gekauft, weil vor 2 Jahren hatte meine Cousine die schon. Aber ich dachte mir so, warum kaufst du deiner Tochter so eine Pferdebürste? Und als ich in London war, hatte meine Freundin dann auch diese Tangle Teaser Bürste ausgepackt. Und ich so, was ist an dieser Pferdebürste so toll? Und die so, ja, es tut nicht weh, wenn man sich damit die Haare kämmt. Und es elektrisiert die Haare auch nicht so. Und es ist einfach gut in der Hand zu halten. Und dann dachte ich mir letztens, ach Kim, 16 € sollst du dir wirklich so eine Bürste kaufen? Und dann dachte ich mir so, ach ja, komm, 16 € ist eine Bürste, deine Bürste ist eh schon fast kaputt. Und deswegen habe ich mir die dann gekauft. Und ich bin sehr happy darüber. Denn, warte, ich packe die mal ganz kurz aus. Ich habe die extra da reingepackt, damit ihr die Hülle mal sehen könnt. Und ich habe mir die in so einem goldenen Ton gekauft und nicht in ganz schwarz oder mit pink, weil ich Gold so schön finde. Und wenn man sich da durch die Haare geht, das ist wirklich so, du bleibst nicht hängen, du gehst damit einfach sofort durch. Aber dazu mache ich auch noch ein Review, deswegen seid gespannt auf meine nächsten Videos. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, einfach unten auf diesen Button da drücken, wo Abonnieren steht. Und dann habt ihr mich abonniert und könnt euch auch nächstes Mal dieses Review zu diesem Tangle-Teaser ansehen. Ja, ich hoffe, ihr abonniert mich. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!